Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft and Friends. Ich bin hier bei Damakash zu Gast. Hallöchen! Hi Damakash, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, ich bin auch immer noch sehr gespannt. Also du hast ja, ja anscheinend schon mal eine Vorstellung, weil du sagtest, grob, du brauchst Akazie, ne? Grob, jetzt, genau. Guck mal, hier sind noch 28 Akazien-Dinger. Oh, ist das super. Gut, dann mache ich mal den Boden. Wenn du irgendwas brauchst, musst du sagen, dann gucke ich, ob wir was da haben. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie du dir das vorstellst und dann stimme ich auch ins Bauen mit ein. Okay, ich guck mal gerade, wie ich Grundriss mache. Ich brauche eigentlich nicht so große, so eine große Bude brauche ich nicht. Ja, das, also das ist mir im Village, ne, ist mir das ganz extrem aufgefallen. Da gibt es sehr unterschiedliche Bauweisen. Es gibt Leute, die bauen eher so klein und dann irgendwie, weiß nicht, vielleicht noch in die Tiefe oder weiß ich. Und ja, genau. Dann gibt es so Leute, die bauen einfach sehr groß. Das ist einfach Unterschied. Das sieht man hier auch sehr schön. Dass da jeder hat so seins. Eins, zwei. Mit dem Gras, ne? Da verzähle ich mich ja regelmäßig. Das hört sich nach Tee oder so. Ja, das war Kaffee. Das war Kaffee. Kaffee. Ja. So. Kann ich ja bei Aufnahmen gar nicht trinken, ne? Wieso nicht? Ne, da kratzt mir immer voll der Hals. Echt? Von Kaffee? Ach nö. Ja. Ich meine, ich habe hier auch noch eine Flasche Wasser stehen. So ist nicht. Na. War das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. Mensch, Minecraft. Wo erwachsene Menschen sich verzählen. Von 1 bis 10. Das kann ja mal passieren. Ja klar. Mensch. So, Schule ist ja so lange her, das kann ich nicht mehr. Fertig ab. Ja, das ist ja auch. Da bin ich schnell fertig. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast ja auch nicht geschlafen letzte Nacht, weißt Stimmt. du? Da kann das einfach schon mal sein. Dass man bin schon super lang wach, ja, wenn man es so sieht. Ja. Bin ich echt schon sehr lange wach. So, ich mach hier. Ich mach mal den Boden hin. Ja, ich mach hier nämlich mal die Terrasse jetzt auf. Da wird Ironia dann auch gucken, wenn er das nächste Mal dann auf den Server kommt. Oh nee, jetzt baue ich dem armen Kerl dann. Das ist so ein Bau hin für die Tür. Ja, aber das bleibt nicht aus, ne? Wenn jeder so irgendwie angeschlossen werden soll ans Haus, dann ist das so, ne? Also das ist ja nicht schlimm, das passt ja. Ja, das macht so ein bisschen aus, ne? Ups. Ja, das denke ich auch, das gehört für mich auch schon dazu, also das muss schon sein. Das ist so ganz cool. Ich finde das sowieso hier so mit so einer Dachterrasse, da muss ich mal gucken. Die Dachterrasse von Ironia, das dürft ihr ruhig mal auch in die Kommis reinschreiben, ob man da vielleicht sowas wie ein, weißt du, so ein YouTuber-Party-Dachterrasse draus macht. Find's vor allem geil. Mit so einem Barbecue und weiß ich. Ich finde super, dass die Dachterrasse, die ist ja schon fast auf Bodenhöhe, ne? Ja. Dann ups. Das ist krass. Und dann sieht man halt auch immer, wie verschieden die Leute bauen. Ja. Dingsbums, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also von den Stilen her. Ja, das stimmt. So. Ach so, ja, siehste. Die Wände werden nämlich aus Wolle. Aus Wolle. Guck mal, ich gehe mal gucken, ob ich nochmal Schafe scheren kann. Okay, das finde ich aber lieb. Na, dann rupp ich denen nochmal die Wolle vom Pelz hier. Also. Die armen Dinger. Ich finde ja so geschorene Schafe sehen auch immer total dämlich aus. Also so nicht nur in Minecraft, sondern halt so generell. Echt, ne? So richtig. Ich finde die total witzig. Ich habe mir auch mal ein Baby-Wombat angeschaut. Also ganz, ganz junger Wombat, so lustig. Muss ich mal angucken. Ja, ich habe glaube ich noch einen Baby-Wombat gesehen. Ich habe aber, du hast eine Seite verlinkt gehabt auf Twitter, ne? Ja, das war eben gerade. So das war Zufall. So. Ich habe irgendwie... Gibt es da so einen Hashtag, irgendwie YouTube fragt Merkel oder so? Ja, ich wollte natürlich, doof wie ich bin, wollte ich ja fragen, hey Merkel, wann gibt's denn Wombat-Haustiere, ne? So in die Richtung. Habe ich dann aber sein lassen. Und dann habe ich mal geguckt, Mensch, ist das überhaupt legal und so, ne? Bin dann auf diese Seite gestoßen, ist natürlich nicht legal. Ne? Meinst du, die Merkel macht da mit bei dem YouTube fragt Merkel? Keine, ich habe das ja mitgekriegt mit dem ich Hashtag. Nicht. Ich glaube das aber bald nicht. Ne? Ich weiß, dass der Obama, der hat das ja irgendwie gemacht, aber ich kann dazu nur sagen, Hashtag Neuland. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Merkel das machen wird. Nee, ich glaube auch nicht. Vorstellen. Hast du Fackeln irgendwie? Ja, wenn du in mein Haus reinwanderst. ich bring welche mal mit. Warte. Oh, danke schön. Ich bin ja sowieso da. Ich
Brauche auch ganz viel Wolle. Wahnsinn. Ey, 64 Wolle sind so schnell weg, ne? Ja, also hier sind noch... Also ein bisschen was Wolle bringe ich dir gleich mit und dann kann ich ja nochmal Scheren gehen. Und Fackeln wolltest du, ne? Genau. Okay. Hier will ich Kuble haben. So. Stein, oder? Mach ich da Stein hin? Wo denn? Warte, jo, ich, da mal Stein hin. So. Zack. So, pass auf. Also, Fackeln und Wolle. Oh, danke schön. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, da bin ich schon auf diese Seite gestoßen und da hat halt zur Selbstverteidigung der Wombats so ein kleiner Artikel gestanden. Ich musste so lachen, weil der auch rein jetzt mal vom Geschriebenen her auf mich anwendbar ist, ne? Wieso, tackelst du auch die Leute? Ja, genau. Aufgrund meines, soll ich sagen, erhöhten Gewichts ist halt mehr als Tackle nicht drin, ne? Oh. Was willst du da noch machen? Und ja, passt das so? Muss mal gucken gerade. Ich nehme an, hier in die Ecken willst du Baumstämme haben, ne? Hast du? Nee, da hätte ich gern, lass mich überlegen. Andesit ist ja der Graue, ne? Andesit ist der Graue, genau. Davon den polierten. Autsch. Okay. Polierten Andesit. Also, wenn der da ist, muss ich mal gerade den Baum hier leider wegmachen. Ja, im Lagerhaus dürfte auf jeden Fall was sein. Andesit habe ich noch nicht so viel verbaut. Okay. Ja, gerade die polierten Sachen sind da ein bisschen hübsch. Ja, ich finde das auch. Ich finde auch den Diorit einfach hübsch. Also gibt es einfach echt so ganz schöne Sachen. So marmormäßig, ne? Ja. Das Einzige, was halt schade ist, ich bemängel das, weiß ich nicht, ich glaube in 90% aller Folgen, ist, dass man daraus nichts machen kann. Das finde ich halt bauen, ein bisschen schade, ja. Aktiv, das ist ja alles nur so ein Dekostein, ne? Ja, aber schön ist er auf jeden Fall, um da so Wände mitzumachen oder auch Fußböden. Ja, das ist ja echt genial. Na, da ist der echt schön. Ordentliches Bad. Früher hat man halt alles mit Wolle gemacht, was weiß werden sollte. Ja, weil das ist ja auch, also wenn ich überlege, so den Netherquarze, da bist du ja auch schon ein bisschen so beschäftigt, ne? So, stimmt. Ne? Okay. Ja, das dauert. Und ich bin auch, also weißt du, ich neige ja dazu, wirklich jede Lavapfütze im Nether mitzunehmen. Das ist halt... Ich kenne das. Ich, weißt du, ich kenne das leider. Fürchterlich, ey. Ich würde gerne sagen, ich kenne es nicht, aber ich kenne es. Ganz schlimm. So, oder wolltest du das eins höher haben? Noch eins höher, bitte. Noch eins höher. Ja, gerne. Ja, ne. Mensch, was sage ich da für Wörter? So, jetzt muss ich mal hier... Ja, aber du kennst das ja mit Schicht und hin und her. Und ja. Krass, einfach krass. Was sagte meine Kollegin heute Morgen so nett? Sagt sie, ey, habe ich Februar richtig geschrieben? Ich bin schon zu doof für Grammatik, sagt sie. Ich kenne das von den Datum. Also ich weiß eigentlich nie, welches Datum wir haben. Mit den Wochentagen ist auch total bescheuert, ne? Ja, vor allen Dingen. Ist halt so, ja. Ich habe halt einen 10er-Rhythmus und da, dem rechne ich dann auch. Ja, natürlich, ja. Immer so 1, 2, 3, anstatt halt Montag, ja, Dienstag. Ja, klar, natürlich. Und so, ne? Ja, das bleibt nicht aus, ja. So, da meine Treppe kommt mal weg. Aber naja, gut, so ist das halt, ne? So. Was arbeitest du denn, dass du schichtest? Dass du schichtest, habe ich ja mitgekriegt schon. Ich also bin das... Elektroniker. Ah ja, okay. Genau. So viel kann ich sagen. Okay. Ich versuche immer geheim zu halten, wo ich arbeite. Ja, naja. Aber, nee, warte mal. Da mach ich Slabs hin. Komm. Dann brauchst du Fensterglas noch, ne? Ja. Möchtest du normales oder möchtest du irgendwie in irgendeiner Farbe eingefärbtes? Ich bin gerade am Überlegen. Ich wollte gerade sagen rotes Glas, aber das sieht so nach Puff aus. Das mag ich nicht. Hiro hat, glaube ich, rotes Glas. Pass auf, guck mal, das kannst du dir angucken hier dann. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann man hier sehen. Das müsste rotes Glas sein hier. Echt? Ja. Nee, das ist cool. Dann hätte ich das auch gern. Okay. Da klaue ich dem Hiro mal ich würde sagen, ich klaue die Scheiben, aber das geht ja nicht. Das geht ja nicht, kaputt. Die gehen ja nur kaputt, ja. Aber Könntest du vielleicht noch Steinziegelstufen mitbringen, 2 Stück? Jawohl. Ist aber nett, Mensch. Was wollte ich machen? Ach ja. Seit ich die Minecraft-Folgen immer nur noch alle 2 Tage rausbringe, da komme ich ja so selten zum Aufnehmen. Da weiß ich gar nicht mehr, wie die Sachen gehen.
Ja. Das ist, wenn du da eine Weile nicht irgendwie gespielt hast oder so, dann ist das auch. Und da reicht Ja. echt schon irgendwie eine Woche, ne? Eine Dann Woche, ja, überlegst du genau. da, wie ging das nochmal? Das, ja, das ist dann schon so. Steinziegeltreppe wolltest du, ne? Okay. Ach, Wombi. Was hast du gemacht? Ach, der Stufenbug. Kennst du den? Dass man eine Stufe irgendwie so eine Ebene runtersetzt. Ja. Ups, das war doof. Brauchst du so noch Steinziegel oder brauchst du nur die Stufen? Ja, bring vielleicht noch Ich ein bringe paar einfach mal mit. welche mit, Ich genau hier. habe ja gerade gar nicht mitgedacht, dass ich auch eine Treppe nach oben brauche. Achso, ich bringe einfach mal mit. Ja, danke schön. Mensch, ist ja super. Autsch. So. So. Ja, Wechselschicht mache ich jetzt seit 3 Jahren. Durchgängig. Und ich fand eigentlich nur die erste Tour, diese erste. Der erste Rhythmus, der war schwer. Ja, das ist, ja, ich glaube, das ist auch, man muss immer, ich glaube, der eine kann das besser, der andere kann das schlechter, ne? Also ich finde das schon, ich finde es nervig. Also es ist halt einfach nervig, ne? Weil dein ganzer Tagesablauf anders ist als bei Zum anderen Eimer, Leuten. ja. Das ist einfach so. Guck mal, ich schmeiß hier mal noch Fenster hin. Ja, boah, die sieht man Und kaum. aber so letzten Endes. Ja, weißt, also man gewöhnt sich halt auch irgendwie dann schon dran, ne? Jo, auf jeden Fall. So also ganz zurechnungsfähig ist man dann nach ein paar Nächten einfach nicht mehr, aber ja Nee, das gut, das stimmt. macht ja nichts. Ist ja wurscht. Und das war auch so lustig. Der Maschinenführer, der jetzt die Nächte da gewesen ist, der war auch, das war, der hat überhaupt gar keinen Bock und der kann das gar nicht gut, Nachtschicht arbeiten, ne? Und Eieiei. der hat dann da schon immer gehangen wie so ein Schluck Wasser, eine Kurve, und der hatte so ganz grüne Klamotten an, ne? Und wenn er dann um die Ecke getigert kam, dann habe ich schon immer gesagt, na, kommt wieder unsere grüne Motivation. Ich, die arme Socke, ey. Der Arme sagt, ups, ich hab Sack gesagt, Entschuldigung. Ja, das macht doch Ich kenne nichts. den, Mensch, ich kenne den doch gar nicht. Ich kann doch nicht einfach Sack zu dem sagen. Mensch, schade, dass es keine weißen Türen gibt, ne? Also richtig ganz Ach so, weiß. nee, das gibt's leider nicht. Das hellste ist dann Birke, ne? Ja, aber Birke sieht so, ich weiß nicht, so total doof aus als Tür, finde ich. Wie komme ich da jetzt hoch, ist die Frage. Die Wendeltreppe gefällt mir schon ganz gut. Ach so, hast du eine Kiste hier irgendwo oder Ich Holz? habe eine im Inventar. Ja, guck mal, dann packe ich das Zeug nämlich, was ich geholt habe, da rein und dann gucke ich mal, dass ich einen Zugang zur Dachterrasse richtig baue, dass du da voll erschlossen bist sozusagen. Das ist eine gute Pack Idee. mal das Baumaterial rein, auf jeden Fall. So. Das ist gut. Gut, dann probiere ich da meine Wendeltreppe hochzuziehen. Dann gucke ich mal, So. dass du hier, weil das soll ja letzten Endes schon, jetzt muss ich mal gucken, wie macht man das denn am gescheitesten? Da mache ich auf alle Fälle mal hier Akazie ran, hier, guck Also mal. der Sonnenaufgang durch das rote Glas Sieht der Hammer aus, oder? sieht Das schon ist cool aus echt schön, eigentlich. ja. Das stimmt. Hab's mir auch schlimmer vorgestellt mit dem roten Glas. Also, nee, das sieht nicht irgendwie bordellmäßig aus, Nee, finde nee, ich. nee. Das geht schon so. Also, Finde ich finde ich auch. auch. Das, nee, da gibt es Schlimmeres. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich erweitere jetzt einfach die Dachterrasse insgesamt, glaube ich. Pass mal auf. Hast du noch das? Ah, warte mal. Ne, da ist er ja. Ja, ist gut, okay. Was hast du denn gesucht? Ich habe den Andesit gesucht. Ach so, den, ja Aber genau, der war den ja habe ich drin, in die genau. Kiste geschmissen, ja. Ja, ich habe, wie gesagt, keine Augen gerade. So, da komme ich dann hoch. Autsch. Aber das Wichtigste beim Oh. Arbeiten sind echt irgendwie so die Kollegen, oder? Ja, auf jeden Also Fall. finde Also ich ich. habe eine super Schicht, eine, wirklich super Leute erwischt und Ja, das ist die. Aber da, und dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm mit den Schichten. Ich glaube, wenn du so nette Leute hast, mit denen du zusammenarbeiten kannst, dann ist das immer alles, dann finde ich das immer alles so nur halb halb so so wild, wild, ja. genau. Das ist einfach echt überhaupt nicht schlimm dann. Möchte ich dann. Da haben mein Mann und ich auch vorhin noch gequatscht, weißt, was nützt dir die schönste, beste, tollste Arbeit, wenn du Kollegen hast, wo du echt überhaupt nicht mit zurechtkommst, ne? Ja. Ich kenne das. Ich bin ja, war ja früher auf Frühschicht und habe mich dann auch weggemeldet von der Ja, Frühschicht. ja. Jetzt nicht wegen den Kollegen oder so. Die waren ganz okay. Aber ich bin mit einem, wie soll ich sagen, Dingsbumster, Mensch. Vorarbeiter, Meister, nicht Ja. so 100% zurechtgekommen. Ja, Und, na komm, was mache ich denn da?
Ja, ist richtig. Das ist auch, manchmal ist das auch, ich verstehe das auch nicht, ich habe das schon gehört, bei uns ist die Nachmittagsschicht da anscheinend auch ein bisschen schwieriger. Das ist auch solche Lausatz. Ja, ich kenne das ja von uns. Wir haben so ein Fünf-Schichten-System. Ich darf jetzt gar nicht zu viel erzählen. Ja. Sonst war es halt zu viel. Aber man hat so seine Leute, mit denen kann man, mit denen kann man nicht. Das weiß man direkt schon. Natürlich, ja. Natürlich, das ist wohl wahr. So. Ja. Kann Ja, man und das das so ist auch, lassen? also, und auch wenn man so hört, wenn dann so Kollegen erzählen, wo die vorher gearbeitet haben, wie das da teilweise, ja, zugeht, ne? Allerdings muss ich auch sagen, also wir haben jetzt irgendwie eine neue Kollegin gehabt. Die war jetzt irgendwie die ersten beiden Nächte da. Die ist dann die zweite Nacht schon früher gegangen, ne? Die war total fertig. Das war wohl Ja. sehr anstrengend für sie, ja. Ach so. Weil das Ja. ist, ich arbeite im, das ist, die stellen so Dichtungen her, ne? Und Okay. stehe da halt am Band. Und das ist halt Metallstanze, ne? Ist halt sau, wie saulaut, ne? Also da verstehst du dein eigenes Wort nicht. Unterhalten ist da halt auf Arbeit nicht. Und das ist, glaube ich, schon für manche echt dann sehr anstrengend. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen sogar. Also bei uns ist ja auch extrem laut. Wie soll ich das sagen? Wir haben halt einen relativ großen Arbeitsbereich. Ja. Und wir haben auch so einen Stützpunkt oder einen Pausenraum, wie man es nennen will. Ja. Da, selbst da ist schon eine gewisse Belastung an Lärm, die man hat. Aber die Anlage ist halt extrem schlimm. Ja, Aber genau. An ich den, kann auch. da ist das einfach, da ist es laut und das ist auch nicht jedermanns Sache. Genau. Na, das ist schon so. 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 Jetzt habe ich noch mal ein bisschen Akazie abgeholzt hier, damit ich hier noch so ein paar Dinger bauen kann. Guck mal. Schauen. Hier mache ich So. wieder weg. Kann man irgendwie Wolle schneller abbauen mit irgendwas? Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Ich habe mal so ein bisschen Ja, mit einer Schere, ausprobiert okay. und ich glaube, das Beste ist Schere Ja, tatsächlich. das ist tatsächlich. Ja. Hast recht. Hast recht. Kennst du noch, auch früher diese ganzen Comedy-Sendungen, die ganz blöden alle. Mensch, wie heißen die denn? Hä? Liebelein, Hausmeister Krause und so Zeug, Ja, meinst du? genau, Ja, 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 ja. ach, Wochenshow. Ich weiß nicht mehr, Ach, wo der jetzt Wochenshow, her ja. ist. Wo dieser Gag jetzt her ist. Mensch. Man kann keine Labs machen mit denen. Wie heißen sie denn? Mit dem Andesit. Andesit? Nein, Ja, kannst du ach, nicht. Menno. Ah, das geht nicht. Hier. Das hat, also ich pack mal noch, ich habe hier noch welche aus Akazie. Okay, danke schön. Brauche ich nicht alle. Ich will dich ja hier nur erschließen, ne? Ich breite jetzt einfach ein bisschen die Dachterrasse aus. So. Dann mache ich das eine tiefer, ja. Kann ich noch anschließen, so genau. So, dass du dann da nämlich. Zack, zack. Das kann So, hier zack, weg. zack. Zack, zack ist so ein Füllwort in Minecraft. Das sagt jeder, ne? Ja, ich glaube auch. Da hatten wir letztens noch die Rede. Ich werde auch von den Freunden meiner Freundin ab und zu veräppelt wegen Zack, zack, weil ich das mal so oft gesagt habe. Aber das sagt einfach jeder. Das ist das Ja, das, Standard. ja, Das irgendwie, das ist das Standard-Füllwort. Standardfüllwort Ne? Das gehört auch keinem oder so. Ich finde das super. Ja, das stimmt. Ja. Zack, zack. Zack, Der ist zu zack. weit. So, der muss wieder weg. Ach, das ist doch aber hübsch. Das ist cool mit so einem Vordach. Das finde ich schön, ja. Ja, ich bin am Überlegen, wie baue ich den jetzt raus? Da muss ich ja irgendwie noch abheben. Also hier ist ja total. Kann man hier runterfallen. Kann man ja runterfallen. Und mache ich das mit Andesit? Was sagst du? So rundherum. Dass ich da einen kleinen Zaun kann drum Ach bauen. so, also ich würde es ausprobieren. Abreißen kannst du ja immer noch. Stimmt, ja, ach Röst ist ja Mensch. egal. Aber ich würde Hast es du erst im recht. nächsten Part machen. Oh, Entschuldigung. Ich habe schon auf die Uhr geschaut. Dann bedanke ich mich für die Zeit hier und freue mich auf die nächste Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.